Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man die Vitola Dense 300C ans Internet anbinden kann. Und zwar, das machen wir mit einem Vito Connect. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dann machen wir das Kästchen mal auf. Ja, so lässt sich das auseinanderfalten. Da haben wir mal das eigentliche Internetsteuerungsgerät. Ganz wichtig, den Code da drauf, den darf man nicht einfach abreißen und wegschmeißen. Das braucht man nämlich dann für die App. Dann am nächsten, was haben wir hier drin? Aha, hier haben wir die Verbindungsschnittstelle. Das USB-Kabel, das dann an die Heizung dran geht. Und was haben wir hier noch? Ah, hier sind noch Schrauben, wo das Ganze montieren kann. Und hier, ganz wichtig, man muss das Ganze nochmal mit einer Energieversorgung versehen. Da ist so ein Universal-Kabel drin. Das werden wir gleich mal da so zusammen machen, oder? Wie geht das? So, passt. Ganz normales Netzteil müssen wir hier anstecken und das USB-Kabel kommt dann an diesen Stecker da dran, klar, an den USB-Port. Und jetzt werden wir uns das gleich mal anschauen, wie man das Ganze einrichten kann. Ich versorge das Ganze jetzt einfach schon mal hier ganz normal mit Strom. Und schauen wir mal, da beginnt schon mal was zu leuchten, wie ihr seht. Und jetzt wird er wahrscheinlich das erste Mal jetzt aufwachen und dann wird er irgendwie die Verbindung suchen. Und jetzt müssen wir uns die entsprechende App runterladen, das habe ich schon mal gemacht. Und dann schauen wir uns an, wie wir das mit der App entsprechend einrichten. So, bevor wir jetzt mit dem Einrichten mit der App beginnen, habe ich hier noch Sachen, die noch in einem Karton drin waren. Das ist einmal die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen in allen Sprachen. Dann hier nochmal eine Montageanleitung. Das ist aber relativ einfach da. Ja. Und was man hier hinten sieht, ganz einfach da, dass man die WeCare-App runterladen muss. Das habe ich schon mal auch vorher gemacht. Und was noch wichtig ist, hier diesen Aufkleber, den man ja für die Installation braucht, da sind hier nochmal zwei vorhanden, dass wenn man das nochmal einrichten möchte, dass man diese Information hat. Also die solltet ihr jetzt nicht wegwerfen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt denke ich, beginnen wir mal mit der App und ich kann euch auch zeigen, ich war auch auf der Internetadresse, da steht wissmann.com Vito Connect und wenn man auf die Seite geht, dann findet man sehr ausführlich da auch beschrieben, wie man das Ganze installieren muss. Also neben dem Video her, ich werde genau dieser Anleitung hier folgen und zeige euch das jetzt einfach genauso. Und zwar, wie läuft das? Im ersten Schritt, so stelle ich es mir jetzt vor, so kann ich es von anderen Geräten. Im ersten Schritt installieren wir hier die App, machen einmal die Bindung zwischen diesen zwei Geräten. Ja, also hier über eine WLAN-Verbindung, da wird der wahrscheinlich einen WLAN-Hotspot machen. Ich kann mich dann da einwählen und dann kann ich dieses Teil im WLAN konfigurieren und gebe dem während der Konfiguration mein Haus-WLAN-Information. Das heißt, dann geht diese Verbindung auf meinen Router im Haus und dann mache ich hier die Verbindung zur Heizung und schon habe ich die Brücke zwischen Heizung und Internet geschlagen und über die App komme ich aufs Internet, übers Handy und dann müsste das Ganze funktionieren. Soweit die Theorie. So, jetzt, wenn ich die App öffne im ersten Schritt, muss ich mir mal zuerst einen Account erstellen. Da steht auch gleich drin, was kann dieser Account, Zugang von überall, Wärme und das Gefühl von Sicherheit, bester Service. Dann sage ich, los geht's. Dann will er zunächst mal eine E-Mail-Adresse von mir. Das ist gar kein Problem. Dann sagen wir weiter. Bitte überprüfen Sie, ob Sie sich nicht vertippt haben. Nein, habe ich jetzt nicht.
Dann so. Dann müssen wir noch ein paar andere Angaben machen. Dann kann man die Standortbestimmung machen. Standort übernehmen. Genau. Telefonnummer ist optional, die gebe ich jetzt auch gar nicht an. Dann muss man ein Passwort eingeben. Beim Passwort eingeben ist immer wichtig, dass ihr möglichst eine Passwort-App nutzt. Ich mache das immer. Wichtig ist generell, für jeden Account ein eigenes Passwort zu verwenden. Und ihr habt dann eine App, die ein Master-Passwort hat und da sind dann alle Passwörter drin. Und dann können wir das hier eingeben, einfügen. Dann hier auch nochmal. So. Dann Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung. Ich willige die Übertragung meiner personenbezogenen Daten heizungsgemäß den Datenschutzbestimmungen ein. Ja, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer darf auch zu Zwecken zur Zusendung von Produkten und Werbung, zur Befragung, zu Marken. Das möchte ich jetzt nicht. Genau, also die grundlegenden Datenschutzbestimmungen muss man halt immer akzeptieren. Dann bekommt man eine E-Mail, in der die Registrierung drin ist, damit die App weiß, dass ihr eine korrekte E-Mail-Adresse verwendet habt, die auch euch gehört. Und wenn man sich dann einloggt mit dem Passwort, dann sieht es so aus. Da heißt hier, hallo, in 3 Schritten aktivierst du dein WeCare-System. Also Standort bestimmen. Jetzt sagen wir mal, lass uns loslegen. Dann steht hier eure Adresse. Steht da eine Anlage bei dir zu Hause? Dann sagt man, ja, die steht bei mir zu Hause. Und dann sieht man auch hier, jetzt die Adresse, dann weiter zu Komponenten erfassen und jetzt wird dieser QR-Code wichtig. Ja? Da kann ich jetzt scannen den QR-Code, Zugriff auf die Kamera zulassen, dann gehe ich daher, jetzt kennt er den und jetzt hat er genau die Seriennummer und alles, alles erfasst und jetzt weiter zur WLAN-Inbetriebnahme. Jetzt verbinde deine Vito Connect mit deinem WLAN. Genau, jetzt muss ich ihm da sagen, welches WLAN er denn verwenden soll. Ja. Und zwar, da passiert jetzt, seht ihr, was da unten eingeblendet wird? Dieses WLAN-Netzwerk hat keinen Internetzugriff. Trotzdem verbinden sagt ja, weil jetzt macht die Vito Connect hier, die macht jetzt einen Hotspot auf, damit sie sich mit dem Handy verbinden kann. Die zwei sind jetzt verbunden. Ah, jetzt zeigt er mir alle meine WLANs. Das, so hätte ich das auch erwartet. Hat jetzt ein bisschen gebraucht. Jetzt sage ich ihm aber auch, ja, gib ihm das entsprechende Passwort für mein WLAN. Und nachdem wir ihm das Passwort gegeben haben, funktioniert das Ganze auch. Jetzt muss ich da nochmal eintippen. So, jetzt von überall heizen, stellt die Temperatur ein. Achso, da können wir uns jetzt anschauen. Da heißt es, von überall heizen, stellt die Temperatur direkt ein. Heizassistenten gibt es da, Heizzeitenassistent, VitaCare Smart Klimatisierung. Du fährst in den Urlaub, Homeoffice geplant, Benachrichtigungen, Energieverbrauch, es kommt noch mehr und so weiter und so weiter. So. Eine Aktualisierung wird jetzt automatisch ausgeführt. Dies dauert 3 bis 6 Minuten. Gut, schalte das Gerät nicht aus. Okay, das heißt, jetzt wird der Vito Connect entsprechend abgedatet und jetzt müssen wir uns einfach ein bisschen gedulden. Und dann sagt er auch schon hier, herzlichen Glückwunsch beim WeCare, gute Wahl. Los geht's. So, dann schauen wir uns mal an. Was kann jetzt diese App da? Firmware Update wird ausgeführt. Okay, das Gateway das führt derzeit ein Update durch. Daher ist die App kurzzeitig nicht verfügbar. Gut, dann, das sind jetzt nochmal die paar Minuten, die er vorhin gesagt hat. Kann 5 bis 10 Minuten dauern. Und dann gedulden wir uns einfach diese Zeit. So, jetzt sind wir direkt bei der Heizung auch schon. Das Firmware Update wurde durchgeführt. Und jetzt müssen wir hier öffnen. Und dieses Teil hier da reinstecken. So,
Weil über das wird dann kommuniziert, die Heizung kommuniziert mit diesem Vito Connect. Der Vito Connect ist mit dem Internet verbunden und über mein Smartphone habe ich eine Internetverbindung. So einfach ist das Ganze auch schon. Und jetzt werden wir einfach mal schauen, wie das sich in der App darstellt. Und da sieht man jetzt schon, ja genau, hallo, deiner Heizung geht es gut. Dann kann man sich da das Warmwasser anschauen, kann man da das Warmwasser hochdrehen oder runterdrehen, wahrscheinlich aktueller Wert. Dann kann ich hier auf 50 gehen zum Beispiel, genau, gehe da zurück und jetzt ist es auf 50 Grad. Dann, wenn ich wieder zurückgehe auf 45, jetzt gehen hier nämlich auch schon Ventile auf, merkt man bei der Heizung, gehe ich wieder auf 45. Dann passt das Ganze so. Außen, da sehe ich jetzt, der Service ist im Moment nicht erreichbar. Das weiß ich jetzt nicht. Ah, vielleicht bräuchte man da noch ein zusätzliches Vito Connect für eine Außenverbindung. Aber hier sehe ich schon mal Warmwasser. Jetzt schauen wir mal, was da noch gibt. Fachbetrieb hinterlegen. Du hast noch keinen Fachbetrieb hinterlegt. Okay, dann kann ich hier mein Profil, Anlage, Komponenten und Gateways kann man hier noch anschauen und dann kann ich jetzt hier eben da die Temperatur einstellen, was mich jetzt hier, hier seht ihr, da kann ich eine Zeitprognose, Zeitprogramm machen, Warmwasser, jetzt kommen hier die tollen Sachen, da kann man die Zirkulationspumpen einschalten, Temperaturen festlegen. Und was kann man noch machen? Hier Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag alles festlegen. Dann gibt es da nochmal Optionen. Tag kopieren, Zeitprogramm zurücksetzen. Ja. Alles bestens kann man da so machen. Und dann wird im Endeffekt, wenn ich hier was speziell konfiguriere, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Vito Connect an die Fistmann-Anlage übertragen und dann entsprechend ausgeführt. Also ich habe hier im Endeffekt dieses Menü, das ich hier bedienen kann, ist ein Teil dieses Menüs der Anlage und somit kann ich die Anlage übers Handy oder übers Smartphone oder übers Tablet steuern. Neben dem Heizungsbetrieb oder neben dem Warmwasserbetrieb, den man jetzt hier sieht, Warmwasser, kann man aber auch natürlich noch die Heizung steuern. Das fand ich jetzt für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil da geht man hier rein unter Einstellungen, dann bei Systemeinstellungen und sagt hier neben nur Warmwasser aktiv mal Heizung und Warmwasser zum Beispiel. Dann wird die Heizung aktiv. Man sieht das dann auch an der Heizungsanlage. Hier sieht man es jetzt noch nicht im Symbol an der Anlage selbst. Das dauert immer ein bisschen, hat eine Zeitverzögerung. Und was man dann hier machen kann, man geht in den Heizzeitenassistenten. Okay, da sagt man sich, Tagesablauf, starten, 22 Grad ist Normaltemperatur. Dann reduziert, 14 Grad. Dann jetzt erstellen wir das Zeitprogramm, los geht's, dann hier kann man die ganzen Tage auswählen. Ich würde aber gerne Samstag und Sonntag, weil ich den ganzen Tag oder die ganze Woche hier zu Hause verfügbar bin. Dann stelle ich die Normaltemperatur morgens ein auf 5 Uhr und ja, bin ich unterwegs, sagt er, nein, ich bin nur zu Hause, sage ich. Und dann abends die Temperatur stelle ich auf, oder die reduzierte Zeit ist um 20 Uhr. Dann sage ich weiter, super, so sieht dein individuelles Zeitprogramm für diese Tage aus. So, und jetzt haben wir hier, da sieht man über das Orange, wann es heizt, und über das Blaue, wann es reduziert ist. Dann sagt man weiter, großartig, dein Zeitprogramm für Heizkessel 2 ist jetzt festgelegt. Punkt, fertig. Und jetzt haben wir das Ganze entsprechend konfiguriert. Jetzt, genau. Und jetzt, das, was ich halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, warum kann ich diese Zeiten, die ich für die Heizung festlege, warum sehe ich die nicht auch da vorne im Warmwasser, so wie im Warmwasser, gell? Aber vielleicht können wir da mal über die Schnellauswahl,
schnell wählen, passt deine Heizung für spontane Änderungen an. Was kann man da machen? Heizkreis 2, Komfort, ne. So, ich dachte, man konnte vielleicht hier irgendwas konfigurieren auf dieser Ebene, dass man auch hier die Heizung sieht, so wie man das Warmwasser als Button sieht, aber das sieht man jetzt nicht. So, und dann kann ich, wenn ich jetzt von der Betriebsart meine Heizung wieder ausmachen will, weil es mir im Sommer viel zu warm ist oder weil es im Sommer zu warm ist und ich die Heizung einfach generell nicht brauche, dann gehe ich wieder nur Warmwasser aktivieren. So, nun sind wir auch am Ende des Videos, wie man die Heizung mit dem Vito Connect verbinden kann. Ihr seht, das geht eigentlich ganz einfach. Was jetzt hier ein bisschen unpraktisch ist, ist, dass man hier diesen Deckel nicht mehr zukriegt, ja. Aber das ist eigentlich das Einzige. Ansonsten habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn ihr das möchtet, eure Heizung übers Internet zu steuern und entsprechende grundlegenden Konfigurationen sowie die Heiztemperatur einzustellen und das Warmwasser und die Zirkulationspumpe zu steuern. Genau, so, dann hoffe ich, dass das Video für euch interessant war und euch gefallen hat. Wenn das so war, gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.